Wer im Internet nach Lern- und Lehrmaterialien recherchiert, wird zahlreiche Treffer landen. Von Abbildungen über passende Texte bis hin zu kurzen Videos finden sich, zumindest auf Englisch, häufig etliche passende Funde. Trotzdem erlauben es Urheberrechtsregelungen im deutschsprachigen Europa im Regelfall nicht, diese Materialien im Unterricht einzusetzen, beziehungsweise als Bestandteil neu zusammengestellter Lern- und Lehrmaterialien wieder zu veröffentlichen. Happy Birthday, liebe Mami, Happy Birthday to you. Bei einigen Materialien im Web ist die Nutzung für das eigene Lernen den Unterricht ausdrücklich erlaubt. Das beinhaltet zum Beispiel auch die Erlaubnis, Materialien zu vervielfältigen, zu verändern und wieder zu veröffentlichen. Man nennt solche Materialien offene Bildungsressourcen oder eben auf Englisch Open Educational Resources, kurz dann nur OER. Vom 8. April bis 28. Juni wird zum Thema OER nun ein offener Kurs angeboten. Das C steht dabei für die englische Bezeichnung von Kurs, Course, die 13 für die Jahreszahl. Aber lassen wir doch ein paar der Veranstalter zu Wort kommen. OER finde ich einfach ein überzeugendes Konzept, das aber gerade im Bereich Hochschule leider noch viel zu wenig genutzt wird. Am OER-Kurs KÖR 13 finde ich vor allem das O spannend, also das O für Open. Bei dem sich Menschen vernetzen, um gemeinsam zu lernen. Bildung frei zugänglich zu machen, ist mein Herzensanliegen und offene Bildungsressourcen gehören für mich maßgeblich dazu. Viel Spaß bei KÖR 13. Ich freue mich jetzt natürlich drauf, im Kurs ganz viele Einblicke in die Arbeiten von den Teilnehmenden und die Interessen der Teilnehmenden zu bekommen und hoffe, dass wir alle zusammen es schaffen, einen besseren Durchblick zum Thema Open Educational Resources zu erreichen. Wer mitmachen will, wir freuen uns über aktives Mitwirken. Mehr hier unter http://kör13.de.